Mit zwei persönlichen Bestzeiten gleich im Vorlauf und 5 Finaleinzügen haben die deutschen Schwimmer einen gelungenen Auftakt in die Schwimm-EM gefeiert. Paul Zellmann verbesserte am Freitagmorgen über 400 Meter Freistil in 3:47,14 Minuten seine eigene Bestmarke um 35 Hundertstel Sekunden und erreichte als Zweiter den Endlauf am Nachmittag. Dort trifft er unter anderem auf den ein Jahr jüngeren Henning Mühlleitner. Der 21-Jährige schlug nach 3:47,29 Minuten an und wurde Vorlaufdritter. Ohne Probleme erreichte auch mit Favoritin Sarah Köhler über 800 Meter Freistil mit einem kontrollierten Rennen das Finale am Samstag. Das war ein sehr, sehr gelungener und toller Auftakt, kommentierte Chef-Bundestrainer Henning Lemmetz die ersten Auftritte seiner Athleten bei den European Championships im Tollcross International Swimming Centre von Glasgow. Rückenschwimmer Christian Diener stellte über 50 Meter in 24,89 Sekunden wie Zellmann eine persönliche Bestzeit auf und erreichte als Fünfter das Halbfinale. Ich glaube, besser kann man nicht in die EM starten, sagte er. Alena Schmidtke als 10. über 100 Meter Schmetterling und Fabian Schwingenschlögel als 14. Über 100 Meter Brust komplettierten mit ihren Semifinaleinzügen die gelungenen Einzelergebnisse am ersten Wettkampfvormittag. Die 4x100 Meter Kraulstaffeln des Deutschen Schwimmverbandes erreichten ihre Ziele mit dem Finaleinzug ebenfalls. Die einzige deutsche Starterin, die bereits im Vorlauf ausschied, war die 17-jährige Selin Rieder über 800 Meter Freistil. Alena Schmidtke als 10. über 100 Meter Schmetterling und Fabian Schwingenschlögel als 14. über 100 Meter Brust komplettierten mit ihren Semifinaleinzügen die gelungenen Einzelergebnisse am ersten Wettkampfvormittag. Die 4x100 Meter Kraulstaffeln des Deutschen Schwimmverbandes erreichten ihre Ziele mit dem Finaleinzug ebenfalls. Die einzige deutsche Starterin, die bereits im Vorlauf ausschied, war die 17-jährige Selin Rieder über 800 Meter Freistil.